Wann kommt dein neues Album raus? Keine Ahnung. Weiß ich, nein, weil ich habe gerade ein aktuelles Album draußen, noch mit 3 Singles jetzt draußen. Die Firma will immer gleich, Telamo will immer gleich jetzt noch ein neues Single machen. Da habe ich gesagt, nein, mal so einen kleinen Puffer lassen. Zumal ich ja ein Weihnachtsalbum gemacht habe, Pulver, Schnee und Zärtlichkeit. Das kommt jetzt auch bei Telamo raus. Aber ich meine, Songs haben wir natürlich ohne Ende. Ich habe auch einen Song jetzt schon. Das nicht von mir geschrieben. Eine absolute Rakete, absoluter Hit. Absoluter Hit. Da weiß ich noch nicht, ob ich das alleine mache oder ob ich das mit einem Mädchen mache. Das ist eigentlich eine Duettnummer. Aber schauen wir mal. Mal gucken. Ja, das wär's doch auch mal ein neues Duett, mal Gigi Anderson im Duett. Ne? Genau. Hat man doch lange nicht. Gigi Anderson mit seiner Enkelin vielleicht. Oh, neue Tourtermine und Ich so. gehe nächstes Jahr, Januar, Februar, März, gehe ich mit Stefan Ross. Der macht mit seiner Anna-Karina Wojcik, machen die IWS, also immer wieder Schlager, heißt es diesmal. Und da haben wir, glaube ich, so 40, 45 Termine im Süden Deutschlands, ich glaube auch im Osten Deutschlands. Und darauf freue ich mich schon, ja, ganz entspannt. Und dann gehe ich jetzt im September, gehe ich aufs Schiff. Mein Schiff mit dem Scherer, und da gehen auch unheimlich viele Kollegen, Roberto Blanco, Tanja Lasch, auch alle dabei. Und da ich, der nun Schiffsangst hat, der Flugangst hat, ich habe alle Ängste, die es gibt. Aber gut, ich werde gucken. Wenn es nicht schaukelt, habe ich keine Angst. Ich werde mich erstmal erkundigen, ob es zu der Zeit in der Ostsee, Kiel ist Ostsee, ne? Ja, ich Ja, glaube ob es da, ob der Stürme angesagt sind. Sollten Stürme angesagt sein, dann bleibe ich daheim. Daheim ist auch am schönsten, ne? Natürlich, logo. Was machst du in deiner Freizeit? Gut, alles Mögliche. Ich habe ein Schwimmbad zu Hause, Gott sei Dank. Das ist immer ganz gut für meinen Rücken, weil ich meine, im Alter, ich bin 72, da tut es mal da weh und da. Und das Rückenschwimmen natürlich ganz gut. Und dann habe ich einen riesengroßen Poolbillardtisch, wo ich dann immer mal spiele. Aber leider spielt mir keiner mehr, weil ich zu gut bin. Also singen kann er nicht, der Anderson, aber Poolbillard spielen, das kann er ja. Das ist schön, ja. Ja.